Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy 15. Gehst du mir aus dem Weg hier? Geht es noch? Leben heute wirklich Ja, keine wir Schiffe wollten ab? jetzt Dino Nein, darum bitten, dass anscheinend er uns müssen Sie wirklich hier. hilft. Na, habt ihr schon gepackt? Und möchten jetzt wirklich mit der Fähre endlich mal Mensch, über. seid ihr fix! Das Schiff fährt erst morgen. Na Haut euch eine toll. Runde im Hotel aufs Ohr. Das war ja richtig toll. Ab ins Bett. So, die Küstenwege. EP mal 2. Okay. Ja, Angeln hat nicht wirklich gut geholfen. So, dann können wir jetzt wieder ein paar Fotos aussuchen. Ich würde sagen, Moment, speichern war links, genau. Wow, Das das müssen ist wir auf richtig jeden gut Fall geworden. speichern. Und der Regalia ist auch schön drauf zu sehen. Wer? Ach so, das Auto. Da sind wir drauf. Das müssen wir natürlich drauf lassen. Ja, gut, so als Erinnerung behalten wir die. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Auch wenn ich den Typen jetzt hier nicht leiden kann, aber das Bild ist gar nicht so schlecht geworden. Vor allen Dingen sehr Du schön bist scharf. Was begabt, ist das denn? Pronto. Wieso ist das in Schwarz-Weiß? Also, beziehungsweise in Schwarz. Wie sieht der denn aus, bitte? Da hat er was gefunden, was ich gar nicht gesehen hatte. Kann das sein? Oder hatte ich das aufgehoben? Das ist eigentlich auch ein ganz schönes Bild so. Ah, Gutes Foto. das ist ein richtig gutes Bild hier. Also von den Farben her. Ist ein bisschen dunkel, aber richtig gut. Das ist ja. Wer denn? Zeig mal! Ach, niemand. Was wie? Ach, niemand. Hallo? Hä, wie steht der denn da? Okay. Okay. Na schade, die Qualität hat sich nicht verbessert. Okay, war das jetzt ein Oh, Albtraum oder knocked. ist das gerade passiert? Wo ist Ignis? Sollte bald zurück sein. Was ist? Es steht auch in den Zeitungen. Was denn? Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles. Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff.
Die Armee des Imperiums hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt. Was wurde euch nicht gesagt? Dass die Unterzeichnung gestern war. Dass Insomnia... Warum hat Vater uns dann nach Altissia... Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Ja, hoffentlich. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Markt? Ja, gute Frage, ne? Wir gehen. Und wohin? Als die Freunde auf ihre Überfahrt nach Altissia warten, erreichte sie eine schreckliche Kunde. Die Hauptstadt soll angefallen... Ja, okay, das haben wir jetzt alles gehört. Die vier beschließen, nach Insomnia zurückzukehren. Ah, okay. Also, so kleines Feedback, was ich jetzt wahrscheinlich nicht machen kann, weil die jetzt wieder reden. Als Final Fantasy Fan finde ich das Spiel jetzt, ja, nicht gut, will ich jetzt nicht sagen, aber es hat ja mit Final Fantasy nichts zu tun. Dann träum mal schön weiter. Verlier nicht die Hoffnung. Wieso? Kann Hoffnung imperiale Schlachtkreuzer aufhalten? Jetzt beruhig dich. Mein Vater hatte Hoffnung für zwei. Genug. Niflheim hat gelogen. Sie haben uns verraten. Spekulationen bringen uns nichts. Wir brauchen Gewissheit. Gewiss sind einzig die Lügen. So wie der Waffenstillstand. Aber, was ich sagen wollte, für Nicht-Final-Fantasy-Fans, muss ich ganz ehrlich... Ach, da kommt ein Luftschiff, oder was? Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das Spiel bisher gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, die Spielegrafik ist richtig geil. Imperiale Luftschiffe. Damit transportieren sie ME. Magitech-Infanterie. Die Robokrieger? Korrekt. Es sind massenproduzierte Tötungsmaschinen. Da geht er hin. Der Frieden. Also die Videosequenzen sind leider nicht so schön, aber... Die Hauptstadt ist abgeriegelt. Das wird so nichts. Lasst uns eine Ausweichroute nehmen. Schlechte Vorboten, ja. Tolle Ausweichung. In der Nähe ist ein Hügel, von dem aus man Insomnia sehen kann. Imperiale Soldaten. Mit denen werden wir fertig. Da kannst du drauf wetten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Was soll das werden? Geh doch mal in Deckung, verdammt doch mal! Ein
Geh halt nicht in Deckung, dann geh aber wenigstens zu denen. Nein, du sollst nicht den als Ziel nehmen. Imperiale Truppen. Warum muss ich immer an Star Wars denken, wenn die das sagen? Ganzes Arsenal an? Wie es in der Stadt wohl aussieht? Rauf auf den Hügel. Von da sieht man die Stadt. Nimm das! Das sind also MI. Das sind seelenlose Krieger. Die kennen keine Angst, keine Gnade. Mit dem Symbol Kreuz können modifiziert werden. Schau zu diesem Zweck bei Sid in Hammerhead vorbei. Wo ist Hammerhead? Eieiei, es wird hier jetzt zum richtigen Prügelspiel. Also quasi genau das Gegenteil zu dem Gedanken Final Fantasy. Aber ist schon nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Also macht mir im Moment echt Spaß. Ereignisse bei der Unterzeichnungszeremonie sämtliche Friedensgespräche zwischen Lucis und Niflheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis auch Kronprinz Noctis und die Kanagi, Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae, verstorben. Lass an! Aber, okay. Lass es aus. So, wir sind also tot. Okay. Los. Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis. Stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Bis dann. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead. Und Regis? Ja, schätze, das war jetzt Antwort genug.
nur ein Foto gemacht. Naja, gut, die Ereignisse haben sich auch überschlagen. Da würde ich sagen, dass wir das Foto auf jeden Fall speichern.